Wir müssen wohl doch in die Leichenhalle. So, hier rechts können wir wieder was erforschen. I, Ratten. Aber hier wieder ein Hinweis. 6. Januar 1952, Nummer 42, medizinischer Bericht, Bergarbeiter, behandelnder Arzt Dr. NHF Bowen, medizinischer Bericht. Bericht betreffend Ausgangszustand der 12 Bergarbeiter nach dem Einsturz der Mine und der anschließenden Rettung in Blackwood Pines. 12 Bergarbeiter, das heißt 18 haben es nicht geschafft. Aufnahme. Bei Aufnahme der 12 Patienten in die medizinische Einrichtung des Sanatoriums hatten wir angenommen, die Männer seien völlig ausgemergelt, erschöpft und verwirrt. Jedoch machen die Bergarbeiter einen überzeugenden und relativ gesunden Eindruck, der sich auf ihren offensichtlichen Fund von Notrationen in der Mine zurückführen lässt. Wie prognostiziert, wiesen einige der älteren Männer eine gehemmte Atemfunktion sowie Symptome einer Lungenentzündung auf. Auf psychologischer Ebene war der Wiedereingliederungsschock für einige Gruppenmitglieder nach der 23-tägigen Isolation schwierig zu bewältigen. Auch wenn ihr äußerlicher Gesundheitszustand besser als erwartet ist, besteht eine Beeinträchtigung aufgrund der Gefangenschaft in der Mine. Behandlung. Aufgrund der labilen Verfassung einiger der Patienten haben wir Flügel A des Sanatoriums abgeriegelt. Es werden so bald wie möglich psychologische Analysen durchgeführt. Die Männer mit Atemschwierigkeiten wurden einer Bronchoskopie unterzogen und erhalten eine Behandlung mit Streptomycin. Die restlichen Patienten stehen rund um die Uhr unter strikter Beobachtung. Unterzeichnet Dr. Nicholas Henry Fowlis Bowen. Der Gesundheitszustand der aus der Mine geretteten Bergarbeiter war besser als erwartet, aber einige von ihnen hatten Reintegrationsprobleme. Ich frage mich, ob da ein Zusammenhang besteht zu den komischen Monstern aus der Mine. Wer weiß, was da unten passiert ist. Boah, und die Wölfe da in der Entfernung. Ich hoffe, dass das Wölfe sind, die da knurren. Und nicht irgendwas anderes. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal sage, ich hoffe, das sind Wölfe, die da knurren. Aber die Atmosphäre in diesem Spiel ist schon genial und die Lichteffekte, also das ist schon... ist schon Hammer gemacht alles. Ich glaube, das wirkt noch dreimal so geil alles, wenn man das wirklich selber spielt und nicht nur zuschaut. Also ich empfehle euch nur, wenn euch dieses Spiel irgendwie gefällt und euch das irgendwie zusagt, zum einen unterstützt natürlich die Entwickler und kauft es euch selber, aber vor allem, wenn ihr diese Art von Spiel mögt, also diese Atmosphäre selber zu erleben und nicht nur jemand anderem beim Spielen zuzugucken, das ist nochmal was völlig anderes. Und das kann ich nur jedem empfehlen, das mal erlebt zu haben halt. Hallo? Nimm's lieber mit. Schaden kann's nicht. Gestatten, Mike. Haushaltswaren. So, ich guck mich wieder erstmal hier um. Wir lugen mal hinter den Vorhang. Das hat ja beim letzten Mal so gut funktioniert. Alter, ernsthaft? Ach du Scheiße, das war auch mein Gedanke eben. Ein Stuhl mit Lederriemen, um Patienten zu fixieren. Es befindet sich Blut darauf. Sieht aus, als hätte man ihn in einem seltsamen Experiment verwendet. Oh, was war denn hier los? Wollen wir das wirklich wissen, Mike? Kann ich da jetzt durchgehen? Ich kann da jetzt durchgehen. Die kranken Schweine haben wohl gern zugesehen. Das Krasse daran ist ja das Blut und nicht die Fixierung an sich, ne? Ich meine, die Fixierung an sich ist auch scheiße, aber manchmal ist das halt notwendig. Auch zum Selbstschutz der Leute, aber nicht mit Blut.
Also mit Blut geht gar nicht. Tschüss, Mike. Hallo, Mike. Na gut, die 50er, das waren halt auch noch andere Zeiten, ne? Da ist gerade in der Psychiatrie so einiges abgelaufen, wo man heute nicht stolz drauf sein kann. Es ist noch nicht lange her, da wurden... Geht's da rechts weiter? Da wurden psychiatrische Patienten noch mehr wie Gefangene behandelt, als wirklich wie Patienten. Und da ging es mehr darum, zu verhindern, dass die irgendwie Kontakt mit anderen Leuten haben, als darum, denen wirklich zu helfen. Ich sag nur Lobotomie und so ein Scheiß. Was es da alles gab. Na, das können wir uns doch bestimmt angucken hier. Das ist... Was könnte... Wer... Wer würde denn... Wie viele Tage werden Sie uns hier festhalten? So, wir sind auf der Suche nach so einer Karte, ne, dass wir in die Kapelle reinkommen. Da, wo die Wölfe und der unbekannte Typ sind. Warum sollten wir da nicht rein wollen? Hier schon wieder... Oh! Oh, 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 oh. Ich gehe nicht da links lang. Ich gehe ganz bestimmt nicht da links lang. Ach du Scheiße. Was haben wir hier? Sofort antworten. Reporter und andere Schnüffler müssen um jeden Preis ferngehalten werden. Ah, ein Telegramm. Hey, wir würden hier keine Presse wollen in diesem... Paradies. Western Province Telecommunications Corporation. Dr. Richard Castle, Blackwood Sanatorium, an Mr. J. Brack. Statusbericht. 12 Überlebende in Sanatorium eingewiesen. Stopp. Zeichen mentaler Traumata, eventuell Festsetzung nötig. Stopp. Lokale Presse hat Blut geleckt. Stopp. Wird zum Problem. Stopp. Erbitte Anweisungen. Stopp. Achso, nee, einen weiter müssen wir noch. So, hier ist aktualisiert. Laut dem Telegramm haben die Besitzer versucht, das zu vertuschen. Ein Telegramm mit einer Warnung vor dem Interesse der Presse an den Überlebenden, die ins Sanatorium gebracht wurden. Die Minenbesitzer wollten etwas vertuschen. Ja, dass die Mine so einsturzgefährdet ist. Ich glaube, wir haben einen Hinweis übersehen. So, hier scheint ja sonst nichts zu sein. Dann müssen wir jetzt wohl doch zu dem Wolf. Ich freue mich an Wolf. Oh Gott. Das ist der Wolf Among Us ist das. Halt, 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 halt. Wenn es hier einen Kamerawechsel gibt, dann gibt es ja auch irgendwas zu entdecken. Nicht. Na gut. Alter, jetzt soll ich wirklich zu dem, wo der Wolf da im Land gelaufen ist? Na, Wölfe sind mir immer noch lieber als die Monster aus dem Wald. Oder dieser kranke Killer mit der Säge. So, kann ich hier rechts rein? Ih, Ratten, furchterregend. Also bitte, ja. Ach, hier sind wir jetzt, okay. Okay, da waren wir ja schon. Ja, moin. Ja, das werde ich mal als letztes untersuchen, weil das ist so dieses offensichtliche, hier guck dir das mal an, Teil. Mit dem ich wahrscheinlich auch interagieren soll. Obwohl, da hinten geht's ja noch weiter. Ach, ich guck's mir einfach mal an. Wow, wow, wow. Mit dem Zeug füttert er sie? Shit, 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 shit. Nein, Mike, nicht ziehen, nicht ziehen. Mike, nicht ziehen.
nein! Shit! Oh Gott! Ich hätte es nicht machen sollen. Öffne die Bärenfalle, Mike. Scheiße! Mike! Nicht Mike! Gott! Shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh, nicht gerade verblutet! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit, ey! Nein! Ich hätte es nicht machen sollen! Oh Gott! Fuck! Oh. Sowas finde ich furchtbar! So eine ähnliche Szene gibt's in Heavy Rain! Oh. Heilige Scheiße! Mike, verbinde das bitte auf der Stelle! Nicht, dass sich das infiziert. Boah, ey. Scheiße. Wir hätten die dämliche Hand nicht untersuchen sollen. Wer kann denn sowas ahnen? Verdammte Scheiße. Oh, Mike, es tut mir leid. Scheiße, verdammt! Was hat sich denn geändert am Status? Wahrscheinlich die Tapferkeit, die wir sowieso schon auf Maximum haben. Shit, okay, das war wahrscheinlich eine Entscheidung, die wir nicht vermeiden konnten. Mike hat sich die Finger abgehackt. Mike hatte weiterhin eine brauchbare Machete. Ja. Das könnte noch sehr wichtig werden. So, aber hat er die Machete jetzt auch mitgenommen? Alter, was für ein krankes Arschloch, ey! Wer baut denn hier solche Fallen? Pennergesicht. Hey, na das wird ja hier immer besser. Okay. Ein entstellter menschlicher Kopf, eingelegt in Formaldehyd. Ja. Ich will hier nicht mehr sein. Scheiße, verdammt. Guck mal, da geht's zur Kapelle, wo wir ja ursprünglich auch hin wollten. Aber hier... Die Neugier siegt. Wir untersuchen noch ein paar Sachen hier. Kriegen wahrscheinlich volles Brett aufs Maul. Wirst du jetzt wirklich die Leiche da rausziehen? Ich meine, wenn wir schon mal dabei sind... Oh, Scheiße, ist das krank! Wirklich krank. Ah, die Kapellenkarte, okay. Die brauchen wir ja. Okay, sehen wir mal. So, kann ich mir die Leiche jetzt noch angucken? Ist das vielleicht ein Hinweis? So, wir haben ja hier noch ein paar Sachen, die wir öffnen können. Ob das jetzt die beste Idee ist, sei mal dahingestellt. Ah, das sieht doch schon mal interessant aus. Nicht, dass ich das machen würde, wenn ich in Mikes Situation wäre. Vor allem gibt es keinen Grund, das da ganz rauszuziehen, nur um sich diesen Zettel anzugucken. Name der verstorbenen Person, Sarah Smith. Sterbedatum 24. Februar 1952. Ich bestätige hiermit, dass ich mich um die Verstorbene zuletzt vom 8. März 1951 bis zum 24. Februar 1952 gekümmert und zuletzt am 24. Februar 1952 lebend gesehen habe. Die ist fast ein Jahr hier gewesen. Todesursachen, schwere Fleischwunden am Unterleib, intraabdominale Verletzungen, hoher Blutverlust. Was? Und dann ein Jahr hier? Wenn der Tod durch externe Ursachen herbeigeführt wurde, Gewalt, bitte das Folgende ausfüllen. Unfall, Selbstmord oder Mord? Mord. Art der Verletzung? Fleischwunde durch scharfes Werkzeug, womöglich Fingernägel. Ach du Scheiße, das waren die Monster aus dem Wald. Zusätzliche Anmerkungen? Bitte das Feld auf der Rückseite für weitere relevante Informationen ausfüllen. Gezeichnet Dr. Ann Bowen, Adresse Blackwood Sanatorium, Datum 24. Februar 1952. Zusätzliche Anmerkungen?
Die Leiche wurde erst 6 bis 8 Stunden nach Eintritt des Todes gefunden. Teile der Gedärme und Nieren wurden anscheinend vom Angreifer gegessen. 1952, das war auch die Zeit, als die ungewöhnlich gesunden Bergarbeiter aus der Mine hier im Sanatorium waren. Ob es da einen Zusammenhang gibt? Ob es da einen Zusammenhang gibt? Es gibt bestimmt einen Zusammenhang. Ich meine schon allein die Tatsache, dass 1952 ein eigenes Feld hier in den Hinweisen hat, zeigt ja, wie wichtig dieses Jahr und die Ereignisse in diesem Jahr waren. Und das Top-Ereignis in diesem Jahr war halt das Minenunglück und die Umstände drumherum. Das hat bestimmt eine Relevanz. Ein eilig geschriebener Totenschein vom 24. Februar 1952. Es beschreibt den Körper als teilweise aufgefressen. Boah. Mann, 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 hier ist was los. So, ich werde bestimmt nicht den Gang zurückgehen, von wo uns eben irgendwas beobachtet hat, als wir da in dieser Bärenfalle hingen. Wir haben ja hier noch eine Tür. Hier ist noch ein Hinweis. Medizinisches Notfalletikett. Name Nicholas Bowen. Etikett 24. Februar 1952. Beschreibung: Angriff durch Insassen, tödliche Fleischwunde am Hals. Den Doktor hat's also auch erwischt. Durch Insassen angegriffen. Ein Leichenhallenetikett. Der Name darauf lautet Nicholas Bowen. Das waren bestimmt die Bergarbeiter. Was auch immer mit ihnen passiert ist. So, offen. Hinein in die gute Stube. Hat ja keinen Sinn, hier noch länger rumzudrucksen. Scheiße, ey, das mit den Fingern tut mir furchtbar leid. Aber da das eine Schmetterlingseffekt-Geschichte war, bin ich mir nicht sicher, ob wir das hätten vermeiden können. Können wir irgendwelche Entscheidungen auch umgehen oder müssen diese Schmetterlingsentscheidungen tatsächlich alle stattfinden? Weil bis jetzt haben wir zumindest keine verpasst. Ich weiß nicht, ob davon irgendwelche optional sind. Das wäre auch nochmal eine ganz interessante Frage, das zu klären. Lieber Mauzi, ganz lieber Mauzi. Sei ein lieber Mauzi. Gut, aber Wölfe haben eine blaue Sicht, ne? Haben wir jetzt gesehen. Und diese Monster aus den Wäldern, die sehen ja rot. Sind also keine Wölfe. Wir müssen dem Kerl hinterher. Der kann uns vielleicht ein paar Antworten geben. Aber erstmal sehe ich mich hier um, bevor wir da irgendwie rausklettern. Ach so, da können wir noch... Okay. Können wir die Treppe runter? Na gut, dann gucke ich doch gleich mal durchs Fenster. Aber erst, kann ich die Tür wieder öffnen? Nein. Oh, diese Wölfe, ey. Was für ein reizender Psychobau. Meine Fresse. Aber wir haben doch in dem einen Totem gesehen, dass diese Wölfe... Der war ja zahm. Ne? Ich meine, Mike hat ihn sogar gestreichelt. Ach, jetzt sind wir hier oben. Na gut, aber hier ist ja auch eine Tür in die Kapelle. Hauptsache, wir haben die Machete noch. Wieder hier. Hauptsache, wir haben die Machete noch, dass wir uns zur Wehr setzen können. Ich würde fast sagen, Mike ist der Hauptcharakter des Spiels, oder? Wir verbringen sehr viel mehr Zeit mit Mike als mit allen anderen Charakteren. Und Sam ist so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden, ne? Wo ich ja eigentlich am Anfang gedacht hätte, dass das unsere Heldin wird. Weil zum einen in Horrorfilmen sind meistens irgendwelche Frauen die Helden. Zum anderen ist die halt, kam die als sehr sympathisch rüber. Aber die ist wirklich von der Bildfläche verschwunden. Das meiste erleben wirklich Chris und Mike.
Nein, ich mache nichts. Das haben wir ja im Totem gesehen. Ne? Also ein Faustkampf mit einem Wolf? Ich denke nicht. Manchmal ist es eben besser, nichts zu tun. Haha! Geil. Unsere Tapferkeit sinkt und die Hilfsbereitschaft steigt, weil wir einem Wolf nicht aufs Maul gehauen haben. Mike hat den Wolf nicht getreten. So, können wir mit ihm jetzt nochmal kuscheln? Ich näher mich an. Wir haben es ja im Totem gesehen. Aber Junge, genau. Ruhig. Ja, guter Junge, ja. Na, Kleiner? Gefällt dir das? Oh. Ja. Streicheleinheit mag doch jeder, was? Ja. Das fand ich jetzt schön. Mike hat einen Freund gewonnen. Der wird uns sicherlich noch aus der Patsche helfen.